Danke. Ich habe mir neulich einen Mietwagen geliehen. Ich habe, ja, das hätte es gewesen sein können, aber kurz vorhandenlos, aber ich habe Hausverbot bei der Deutschen Bahn. Ich werde nämlich gelegentlich gebeten, mit mir im Prinzip völlig fremden Selfies zu machen, was ich sehr gern tue. Und oft trauen sich die Leute ja nicht, mich zu fragen. Und deswegen bin ich dazu übergegangen, selbst auf die Menschen zuzugehen. Und gerade in der Bahn fällt immer häufiger auf, die wollen das oft gar nicht. Speziell die Lokführer. Also brauchte ich einen Mietwagen, aber das erwähnte ich ja schon. 9.30 Uhr, ich fahre zum Flughafen. Hinter dem Tresen der Mietstation sitzt ein junger Mann. Ich frage ihn, ob er ein Selfie möchte. Er verneint. Ich erkläre, ich hätte ein Auto gebucht. Er empfiehlt mir eine Zusatzversicherung. Vollkasko All-Inclusive. Glas, Reifen, die Befreiung von jedweder Selbstbeteiligung, Wildunfälle, Zeckenbefall, linksautonome Autozerstörer in Gore-Tex, Jacken marodierende Beduinen, Kometeneinschlag und wenn die Körperfresser kommen. Kostspielig, aber es ist ein gutes Gefühl, abgesichert zu sein. Und bitte denken Sie daran, doziert der junge Mann, den Wagen vor Abgabe wieder voll zu tanken. Sonst wird das teuer. Wie teuer denn? Wir berechnen eine Pauschale von 198 Euro. Ernsthaft, sage ich, 198 Euro, das ist ziemlich viel Geld. Davon müssen manche Menschen einen ganzen Monat lang leben. Er nickt und legt den Autoschlüssel auf den Tresen. Der Wagen befindet sich auf Stellplatz 367, Ebene A2, nordwestlich im Souterrain des südlichen Parkhauses P4. Schön, sage ich. Wo? Stellplatz 367, Ebene A2, nordwestlich im Souterrain des südlichen Parkhauses P4. Ist an sich leicht zu finden. 10 Uhr, ich bedanke mich. 11 Uhr, ist an sich nicht ganz so leicht zu finden, der Stellplatz. Wie geräumig ist diese Anlage, verdammte Hacke. Ich rufe die Hotline des Vermieters an. Ich soll, wenn es um ein bereits geliehenes Fahrzeug geht, die 1 drücken. Beim Abgegebenen die 2, beim Unfall die 3, beim Auffahrunfall zweimal die 3, bei einer Reifenpanne die 3 und 2 im Sinn und bei allen anderen Anfragen mit dem Mund hupen und einfach wieder auflegen. Dann eben nicht, denke ich. 12.40 Uhr. Ich habe jetzt schon länger keine Menschenseele gesehen. 14.10 Uhr. Füße tun weh, Gehirn auch. Wo ist dieser bekackte Stellplatz? 17 Uhr. Kein Mensch seit über 5 Stunden. Der Hunger zermürbt mich. Ich bin nicht stolz darauf, aber ich trete mit Absicht auf eine humpelnde Amsel und esse sie. Mein Handy-Akku ist leer. 20.20 Uhr. Ich irre noch immer umher, habe würdelos gegen einen verstaubten Passat gekackt. Na, bravo. Schreie testweise um Hilfe. Reiß dich zusammen, ermahne ich mich. 23.17 Uhr. Schätze, ich bin nun im südöstlichen Halbsouterrain des westlichen Winkels von Ebene C. Habe mir Kompass aus meiner Gürtelschnalle gebaut. Funktioniert aber nicht, dafür rutscht jetzt meine Hose. Da hinten flackert Licht. 23.25 Uhr, es war nur das Bernsteinzimmer. 1.40 Uhr. 1.40 Uhr, da ist ein Schild. Text, noch 2 Tagesritte bis Achtel Souterrain Ebene 4, Holodeck Römisch 2, Kapitel 19. Ich weine ein bisschen. 2.12 Uhr, ich habe eine Art Stollen entdeckt. In den Schatten des Gewölbes sitzt ein uralter Mann. Ich habe noch nie ein so faltiges Gesicht gesehen. Ein Mensch, murmelt er. Jo, sag ich und strecke ihm meine Hand hin. Sträter. Er nickt und sagt, Erich Honecker. Boah, sag ich, dachte, Sie wären tot. Nee, ich wollte nur meinen Leihwagen abgeben und dann nach Chile fliegen. Möchten Sie ein Selfie, frage ich. Ist das was zu essen? Es ist das genaue Gegenteil. Haben Sie irgendwo meinen Freund gesehen? Was für ein Freund? Eine Amsel? Nee, sag ich. Nee. Schade, was suchen Sie eigentlich? Stellplatz 367, Ebene A2, nordwestlich im Souterrain des südlichen Parkhauses P4.
Das, sagt Honecker, ist etwa eine Stunde Marsch in diese Richtung. Sehr dunkel, immer geradeaus. 4.32 Uhr. Ich glaube, ich habe den Stellplatz gefunden. Leuchte mit der Fackel, die ich mit meinem T-Shirt und Feuerzeugbenzin gebaut habe. Ja, da ist ein Wagen. Der hat sogar, warte mal, ich sag, ein Cabrio? Super. Mit Stoffverdeck. Ha, zu dicht mit der Fackel dran. Verdeck hat Feuer gefangen. Immerhin ausreichend Licht gerade. Mann, jetzt aber weg hier. Ach, Kacke, ich habe den Autoschlüssel auf dem Tresen liegen lassen. 4.35 Uhr. Ich würde es gern blumig umschreiben, aber Fakt ist, der Benz brennt. Rückzug. Im Feuerschein sehe ich den Notausgang. 5.05 Uhr. Bin wieder im Flughafengebäude. Der Autoverleih macht erst in 3 Stunden auf. Also warte ich. Ich habe 50 Euro dabei, das dürfte hier für 3 Kaffee reichen. Und der Wagen dürfte mittlerweile explodiert sein. 8 Uhr. Morgen, sage ich zum Mietwagenmann. Ich stehe da mit nacktem Oberkörper, Federn im Mundwinkel und stinke nach Rauch. Ich glaube, ich habe den Schlüssel liegen lassen. Der Mann sagt, könnte ich ein Selfie haben? Nee, sage ich. Ich glaube, ich habe auch eine Macke ins Auto gemacht. Oh, Sie haben ja Vollkasko. Und gefahren sind Sie auch nicht. Das stimmt, sage ich, aber ich glaube, der Tank ist trotzdem leer. Ja, das kostet dann leider 198 Euro. Und das ist, wie gesagt, viel Geld. Da müssen andere einen ganzen Monat von leben. Aber in dem Moment kam es mir gar nicht so viel vor, ehrlich gesagt. Dankeschön.